Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu düstere Plauschichten Nummer 9. Wie immer mit Meister S und Lazy Luke. Heute sind wir wieder da, etwas längere Abwesenheit aufgrund von akuter Verschnupfung beiderseits. Das kann man sagen. Letztes Wochenende, ich habe eine gute Ausrede, ich bin 40 Kilometer Fahrt gefahren in Wind und Regen. Was ist deine Ausrede? Auch in Wind und Regen Bier getrunken. Übrigens heute auch schon Wind und Regen auf der Fridays for Future Demo gewesen. Du auch? Nee. Ich habe dich nicht gesehen, ich habe ein bisschen Ausschau gehalten. Ich habe gedacht, na, vielleicht... Schmeißt du mich jetzt raus hier? Aus dem Podcast-Projekt? Ja, es ist schon, der Auflösungsvertrag ist schon vorbereitet. Nein, natürlich nicht. Wir sind wieder da und wir haben zwei Themen dabei, die diesmal sogar auf gar vergnügliche Weise verquickt sind, könnte man sagen, die miteinander zu tun haben. Ja, und jetzt müssen wir uns noch einigen, wie wir die Reihenfolge machen. Ich würde sagen, ich fange an. Ja. Und du kannst es dann dir überlassen, ob du dann einsteigst, wenn du den Punkt zum Einstieg hast, oder ob du sagst, ich mache erstmal ganz komplett deinen Teil. Das würde ich dir überlassen. Wir können ja vielleicht auch sogar, wir können ja mal gucken. Du kannst ja mal anfangen und dann schauen wir, vielleicht entwickelt sich, fly. Vielleicht löst sich ja sogar diese Blockstruktur so ein bisschen auf heute. Und wir werden integrativer. Wow. Schauen wir mal. Fang einfach an und dann okay, also störe ich dich zwischendurch. Mir das Thema Alchemie mal genauer angeguckt. Das hatten wir auch schon länger auf dem Zettel. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal angekündigt, oder? Und vielleicht schon angekündigt, ja, das kann sein. Und ja, ich steige ja auch immer mit der Etymologie ein. Das kann ich hier auch machen. Da hat man mit Al, die bekannte arabische Vorsilbe, zu dem Begriff Chemia, den man ja schon so raushört, auch griechisch hört man schon raus, den heutigen Begriff Chemie. Und ja, zur Definition, das befasst sich dann nicht nur mit der Verwandlung von unedlen Metallen zu Gold, was man ja so populärwissenschaftlich dann immer am ehesten daran behandelt, sondern ist auch allgemein angesehen so als sogenannte Protowissenschaft zu den, zur Chemie selbst oder zur Pharmazeutik. Und ist auch zeitgenössisch dann Teil der Naturphilosophie. Genau, und uns würde das, würde ich mal sagen, auch, wir gucken ja immer auf die mystischen Aspekte, dann auch wieder besonders interessieren, wenn wir gucken, was sind so die Sachen, die die Alchemisten erreichen wollten. Unsterblichkeit zum Beispiel, ein Allheilmittel finden, das sogenannte Panacee. Ein Alkahest, ein Universallösungsmittel finden. Und natürlich das Magnum Opus, also mithilfe des Steins der Weisen dann letztendlich eben unedle Metalle in Gold verwandeln. Wobei das natürlich auch immer so als Metapher angesehen werden kann für den gesamten Wandel einer Person. Den geistigen Wandel, da wären wir dann wieder bei Jung, der uns ja auch schon öfter mal begegnet ist. Da komme ich dann später auch nochmal drauf. Also wenn man das sozusagen metaphorisch sieht, hat man da die Metapher. Ja, genau. Etymologisch habe ich schon gesagt. Das heißt, wir haben also zuerst aus Griechenland diese Bewegung und die ist dann letztendlich eigentlich über die muslimische Welt nach der Reconquista ja wieder nach Europa hineingeströmt. Und deswegen haben wir eben diese arabische Vorsilbe Alchemia. Und ja, beim Griechischen, da befinden wir uns jetzt so 300 vor Christus. Und da haben wir zum Beispiel als heutige Überbleibsel auch noch den Hermesstab, den ja medizinische Einrichtungen zum Beispiel in den USA ja auch noch so tragen. Und die Figur davon abgeleitet Hermes Trismegistos. Also ich habe da gefunden, das ist eigentlich so eine mehr oder weniger legendäre Gestalt, eigentlich aus dem griechischen Gott Hermes. Werde ich noch eine ganze Menge zu sagen. In Verbindung mit Tod, dem ägyptischen genau. Gott. Und das wäre jetzt der Punkt, nämlich wo du schon einsteigen könntest. Obwohl sich das natürlich auch später, diese ganze Strömung noch auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit und so weiter bewegt. Aber das wäre so mein Angebot, hier einzusteigen, oder ich ziehe erstmal weiter durch. Ja, weiß nicht. Die Frage ist, wo geht die Reise mit dir noch hin? Ob das so ist, dass ich am Ende noch sozusagen der Hintergrund, den ich liefere, ist ja sozusagen die sogenannte Hermetik, die auch mit diesem eben genannten Namen schon zu tun hat. Ob das mehr, musst du jetzt einschätzen, ob das ist ja wirklich eine breite Hintergrundinformation, ob das mehr Sinn macht, das jetzt einzuschieben oder ob das auch noch Sinn macht, wenn ich es hinterher schiebe. Ich weiß nicht. Ja, intuitiv, also würde ich sagen, das kann man auch danach machen, weil ich erstmal diesen groben Überblick gebe. Dann und da finde ich das ganz gut, wenn du sozusagen ein Detail dir nochmal rausgreifst und dass wir das nochmal uns genauer angucken. Also zurück zum geschichtlichen Überblick. Natürlich hat man auch eher
ja, parallele Entwicklung, da man kann natürlich nicht einen Ursprungsort wie immer festmachen. Du kannst auch hier jetzt immer wieder einhaken, so als der Experte dafür, wenn du jetzt sagst, ich weiß mehr über die Entwicklung, wie ist das in Indien, in China parallel entstanden. Da hat man ja auch frühe Vorgänger der Chemie und der Medizin oder in der islamischen Welt. Also einfach hier. Erstmal die Basics auf jeden Okay. Fall, würde ich sagen. Also vielleicht, dass wir es einmal räumlich verorten. So grob bewegen wir uns natürlich in der hellenistischen Welt und zwar wahrscheinlich zu einem hauptsächlichen Teil auch aus Ägypten heraus inspiriert, das ja seit dem 4. Jahrhundert sozusagen dank Alexander dem Großen Teil dieser hellenistischen Welt war, bis dann zur arabischen Eroberung. Wann war die? 600 noch irgendwas, 640er oder so. Und die maßgeblichen Ideen und Texte stammen so von ungefähr von der Zeitenwende, dem Jahre Null, beziehungsweise tendenziell eher noch etwas später, also die ersten 2, 3 Jahrhunderte nach Christus sozusagen. Dann haben die Leute schon mal, jetzt wissen wir, wo wir sind Ja, sozusagen. na, wie ich vorher gesagt habe, also 300 vor Christus hatte ich hier gefunden als ja, Einstiegspunkt, wo dann aber genau wie du gesagt hast, diese zwei Sachen sich verbinden, eben der griechische Gott Hermes mit Tod, also THOT aus Ägypten. Also man hat diese beiden Einflüsse, die sich verbinden, ja klar, und dann geht das, wird das sozusagen, entwickelt sich das im Laufe bis hin zum Jahr Null noch weiter. Wenn wir einen großen Sprung machen, wie ich schon angedeutet habe, nach der Reconquista kommt das dann halt auch über die muslimische Welt wieder mehr nach Europa. Also befinden wir uns im 12. Jahrhundert. Da haben wir zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal prominente Figuren rausgreife, haben wir zum Beispiel einen gewissen Nicolas Flamel. Mal wenn ich jetzt an die Filmtipps denke, der taucht ja auch in dem Harry Potter-Universum auf, aber wird Stimmt. natürlich auch vorher schon rezipiert. Auch bei, ich meine, auch Graf von Monte Cristo von Dumas. Also wird auch öfter mal verwendet, wobei man da sagen muss, ist es nicht ganz klar. Es wurde letztendlich herausgefunden, dass sie da viele seiner Schriften ihnen untergeschoben wurden, also nicht seine eigene Feder entstammen. Deswegen ist das dann letztendlich sozusagen auch eine streitbare Figur, inwieweit sie da dazu beigetragen hat. Später in der Renaissance haben wir dann natürlich Paracelsus als einen bekannten Vertreter, der eher so in die Richtung Medizin dann schon geht und sozusagen der Vorreiter der modernen Medizin ist, wenn man so will. Und ja, man kennt ja dann aus dem Mittelalter eher so diese Drei-Säfte-Lehre, Vier-Säfte-Lehre, Vier-Säfte-Lehre. Und Welchen zwar Saft habe auch ich schon aus vergessen? der Antike. Ja, okay. Das ist sozusagen bis ins frühe 19. Jahrhundert irgendwie so die mehr oder weniger dominierende Form in tausenden unter verschiedenen kleinen Unterformen sozusagen, wo man analog zu den vier Elementen, denen ja auch bestimmte Eigenschaften wie heiß und trocken, Feuer zugeordnet sind, man sich vorstellt, dass der menschliche Organismus auch aus diesen vier Säften in einem Gleichgewicht sein muss. Jetzt Kriegen wir müssen die wir gucken, ob wir die zusammen? zusammenkriegen. Ja. Blut, schwarze Galle, gelbe Galle, und Schleim. Schleim, der gute alte Schleim, der hat wahrscheinlich unter den Tisch gekehrt. Ja, aber das ist bei ihm dann mehr oder weniger ist diese Abkehr von dieser Vier-Säfte-Lehre. Und ich habe da als einen Begriff die Spagyrik gefunden, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist sozusagen sein Steckenpferd und dann auch natürlich Medizin, aber auch Vorreiter für die Chemie, weil er dann schon so in Richtung dieser Verfahren geht wie Destillation, sowas anzuwenden, statt sich auf diese Vier-Säfte-Lehre eben zu berufen und dann guckt, wie kann ich mit den Elementen umgehen, hat mit Schwefel, mit Quecksilber, mit Salz und so weiter rumexperimentiert und wie kann ich das über diese jetzt auch heutzutage noch bekannten chemischen Trennverfahren eher, wie kann ich damit arbeiten? So. Genau. Und in der Renaissance haben wir das schon. So, die Entwicklung, dass die Königshäuser Europas sich auch dafür interessieren. Und im Laufe dieser Zeit gibt es dann natürlich auch immer wieder Betrüger, sozusagen, die zu Recht dann als Scharlatan bezeichnet werden. Man hat ja vorher schon manchmal diese Schnittmenge, okay, jetzt werden die Leute angeklagt als Magier und Hexer. Dabei sind sie sozusagen eigentlich schon Vorläufer, wie gesagt, dieser Experimentkultur. Ja, da habe ich zum Beispiel einen Namen gefunden, den ich sehr gut finde. Das ist ja auch ein richtig guter Künstlername, Roger Bacon. Roger Bacon hat nämlich gesagt, sine experimentia nihil sufficienta sciri potest. Das heißt,
Bitte übersetzen Sie. Ohne Experiment kann nicht ausreichend gewusst werden. Also, das ist ja schon ein sehr wissenschaftlicher Grundsatz und eben gerade weit entfernt von den Sachen, denen man ihnen vorgeworfen hat, das Ganze sozusagen als Magie zu betreiben. Das ist, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, sowieso eine der interessanten Dinge, wenn man sich mit Magie beschäftigt, nämlich dass eigentlich in der Magie, in magischen Gedankengebäuden schon in gewissem Maße jedenfalls so etwas wie ein Kern der Empirie oder des Empiriebezuges angelegt ist. Und tatsächlich lässt sich die, sagen wir mal, Ideengeistesgeschichte magischen Denkens ist ein Strang, der in die moderne Wissenschaft führt. Das heißt, diese beiden Dinge, die man ja gemeinhin als geradezu gegensätzlich sozusagen wahrscheinlich beschreiben würde, haben eigentlich eine ganze, ganze Menge miteinander zu tun. Und wir bewegen uns jetzt in der Renaissance und der frühen Neuzeit auch mit der Alchemie zu einem guten Teil. Und hier ist die spannende Zeit, wo eben verschiedene Denksysteme und unter anderem eben die Anfänge der modernen Wissenschaft, wo der Zusammenhang noch leicht erkennbar ist zwischen älteren, eher philosophisch-religiösen Denksystemen sozusagen und dann der Hinwendung zur Naturbeobachtung stärker und Empirie und so weiter. Ja, Entschuldigung, weiter. Aber das musste gesagt werden. Was dazu ganz gut passt, ist, dass es dann auch innerhalb der Moderne, wo es ja schon weiter professionalisiert entwickelt hat, gibt es noch das sogenannte Occult Revival im 19. Jahrhundert. Also man hat dann wieder diesen Bezug auf diese Hexer-Magie-Welt, aber nimmt das dann sozusagen ganz sportlich und begibt sich freiwillig in diese sozusagen in diesen Zusammenhang. Hast du da noch weitere Informationen zu wie muss man sich das vorstellen, das Occult Revival? Im 19. Jahrhundert? Ja. Das ist sicherlich einzusortieren in einen breiteren geistesgeschichtlichen Kontext, der meines Erachtens nach auch mit der Romantik zu tun hat. Die Romantik sozusagen jetzt verstanden als Gegenbewegung zur Aufklärung. Das heißt, die Aufklärung fokussierte sich ja stark auf die Rationalität, auf die Vernunft, also auf das Denken. Und ganz starke Betonung sozusagen des Rationalen gegenüber des Emotionalen. Und in der Aufklärung kann man nun plötzlich ab Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts beobachten, dass offensichtlich doch in den Menschen noch ein Drang war, nicht ganz nur sich auf die Vernunft sozusagen zu beschränken, sondern plötzlich das Gefühl wieder eine größere Rolle spielte, Dichter und Künstler einen ganz neuen Status sozusagen auch innerhalb der Gesellschaft bekamen, fast sowas wie der genuine Dichter, sowas wie ein Prophet. Das spiegelt sich in der Literatur wieder, das spiegelt sich in der Theologie wieder und in der Philosophie. Wichtige Namen aus dieser Zeit sind natürlich Hegel und dann in der Theologie Schleiermacher, Friedrich Daniel Schleiermacher. Wir kennen das ja noch heute romantisch, jetzt nicht im Sinne der Liebesbeziehung, sondern auch als Bezeichnung für eine gewisse Kunstform, die Romantik. Natürliche Motive, Wärme, Gefühlsbetontheit, Rückkehr zum Alten auch wieder. Die Aufklärung hat den Blick in diesem Ausmaß jedenfalls erstmals nach vorne geworfen, in die Zukunft des Menschengeschlechtes und mit der Hoffnung, mit einem Optimismus, die Zustände zu verbessern, sich menschlich weiterzuentwickeln. Auch die Französische Revolution gehört natürlich in diese Gedankenwelt. Und jetzt in der Romantik macht man wieder ein bisschen verstärkter das, was man vorher eigentlich auch schon gemacht hat. Man guckt zurück und je älter etwas ist, desto wahrhafter ist es. Man sucht nach dem Urmenschen, nach der Urreligion und solchen Dingen. Und in diesem breiteren geisteskulturellen Kontext sozusagen entsteht dann auch eine verstärkte Beschäftigung wieder mit dem, was man vielleicht eine Zeit lang vorher als Aberglaube abgetan hätte. Stichwort ist natürlich auch Spiritismus. Man hat Medienseancen. Und in diesem ganzen Kontext, es werden neue Geheimgesellschaften gegründet, auch magische Gesellschaften, denken wir etwas später, dann sind wir schon im fortgeschrittenen 1900, an den berühmten Aleister Crowley natürlich. Das war offensichtlich eines der Bedürfnisse oder in der Zeit verstärkt vorhandenen Bedürfnisse der Menschen, vielleicht sogar zu sich zu kommen,
auf jeden Fall wieder das Erfahrbare, das Körperliche, das Ursprüngliche in den Blick zu nehmen. Das schlägt sich sogar so weit nieder, dass selbst in protestantischen Kreisen wieder eine zum Teil etwas höhere Wertschätzung des Katholizismus Einkehr erhält, weil da die sinnliche Komponente sozusagen stärker erhalten geblieben ist als im Protestantismus. Und ja, das ist also ein ganz breites Feld und da kann man das, denke ich, auch einsortieren. Muss man ja wahrscheinlich so. Na, mir fallen da sehr viele Beispiele aus der Literatur ein, wo es dann auch ja, dieses Gothic Revival gibt. Also wir haben ja natürlich, was war, glaube ich, Castle of Otranto. Da gibt es Frankenstein natürlich so als ein Modell. Okay, jetzt sind wir konfrontiert mit dem, was möglich ist, technisch oder eben durch die Naturwissenschaften. Und das hat erstmal wieder, ja, es kann dazu führen, dass, wie du gesagt hast, dass es dann so eine Gegenbewegung gibt. Oder man verbindet das und das gibt natürlich enormes Potenzial. Das wäre jetzt für unsere Zuhörer des düsteren Plauschichten, ist das sozusagen das richtige Literaturgenre auch. Kann man vielleicht auch mal einzeln in den Blick nehmen. Ja. Also diese Literatur. Ich bin jetzt kein Literaturwissenschaftler und kenne mich da nicht so gut aus, aber nach meinem Dafürhalten ist gerade dein Beispiel Frankenstein, Mary Shelley, im früheren 19. Jahrhundert entstanden. Das ist sozusagen ein Punkt, finde ich, wo sich eben Aufklärung und das neue romantische Denken so ein bisschen treffen, weil natürlich ist das die Auseinandersetzung mit der immer weiter fortschreitenden Technisierung der Welt und den Ängsten, die damit entstehen. Und bei gleichzeitiger Einbindung wiederum in einen nicht so sehr futuristischen Kontext, sondern wieder Richtung mythologisches Denken gehend sozusagen. Ja, und auch dieser medieval Background, dass man ja zurück zu den, wo ist das noch ursprünglich, wo gibt es die großen Schlösser, Burgen und hat diesen visuellen Hintergrund. Da sehen wir es auch natürlich in der Architektur. Man denke an Neuschwanstein als berühmtes Beispiel, sozusagen gefakter mittelalterlicher Neubauten, also ja, Neubauten, die gefakterweise auf mittelalterlich gemacht werden, die designt werden. Spannende Zeit. Ja, man sieht also, es führt von der Alchemie, führt das sozusagen in alle diese kulturellen Bereiche schon wieder rein. Aber du hast auch die Geheimbewegung angesprochen. Hier sind ja auch Rosenkreuzer, Freimaurer nutzen die Alchemie oder zumindest ihre kräftige Symbolik und machen auch Gebrauch von diesem Begriff Magnum Opus. Auch wir streben letztendlich danach, obwohl das, wenn man jetzt sich heute die Medizin anguckt, auch heutzutage ist man ja noch auf der Suche, letztendlich Krebs zu besiegen. Allheilmittel ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch in Richtung Unsterblichkeit. Man versucht natürlich immer, das Leben zu verlängern und möglichst alle Krankheiten zu besiegen. Das ist also nichts, was sich jetzt sozusagen aufgelöst hat. Ja, wobei man da kommen wir aber dann auch noch vielleicht in meinem Teil näher zu. Es ist nochmal ein gewisser Unterschied zwischen den Ideen, das Leben zu verlängern und selbst wenn man es dann de facto unendlich lange verlängern könnte, und der Idee der Erreichung einer genuinen Unsterblichkeit sozusagen. Aber das sind das Details, zu denen kommen wir dann vielleicht. Okay. Gut, ich habe ja auch noch die drei Stufen mir aufgeschrieben, von die immer wieder Erwähnung finden. Nigredo, Albedo, Rubedo. Also zuerst die Reinigung, Nigredo, dann Albedo, die Erleuchtung. Also Albus ist ja weiß, Latein manchmal. Und Rubedo, dann also rötlich gefärbt, habe ich gefunden als ja die Vereinigung mit Gott oder die Vereinigung mit dem Unbegrenzten. Das wären sozusagen die drei Stufen, die man durchlaufen sollte, wo wir dann schon wieder in die Metaphorik jetzt übergehen können, was ich vorhin erwähnt hatte, Carl Gustav Jung. Der nimmt das natürlich als Metapher für den innerpsychischen Prozess. Aber auch wenn man jetzt an Adepten denkt, das kann man ja auch, weiß nicht, es gibt ja auch Adepten im Kampfsport oder so, auch die müssen verschiedene Stufen durchgehen, auch dieser psychische Prozess, und ähnlich hier bei der Alchemie hat man halt zuerst die Reinigung, das ist die Basis, dann erfährt man die Erleuchtung und letztendlich ist das Ziel die Vereinigung mit Gott oder eben dem Unbegrenzten, wenn man es sozusagen atheistisch sagen möchte. Und Jung sagt, das ist sozusagen wie Leiden, Tod und Auferstehung und letztendlich der Abschluss der Transformation, dann hat man sozusagen eine neue Existenz. Das zeigt sich bei Jung natürlich wieder in den Träumen, Visionen seiner Patienten. Wenn er da die Symbolik, das hatten wir einmal bei Traumdeutung schon angerissen, sich anschaut, man würde dann sozusagen sogar explizit von Gold
träumen, das ist dann, steht dann wieder als Metapher für das eigene Lebensziel. Und der Begriff, der da immer wieder auftaucht, ist die Individuation. Und das kann man heutzutage sehen, fast schon als so eine Art Werdegang, den man durchläuft. Auch heute muss jeder seinen Lebenslauf, in seinem Lebenslauf sozusagen seinen Werdegang preisgeben. Und bei Jung ist das, wie erreiche ich das auf so psychischer Ebene? Was ist mein persönlicher Werdegang? Und nimmt halt gerne da Anleihen in der Alchemie. Genau. Weitere Figuren, die noch auftauchen, sind zum Beispiel Georgius Agricola, der sozusagen als Vater der Mineralogie beschrieben wird. Und auch da haben wir ähnlich wie bei Paracelsus, das sind dann sozusagen die Vorgänger dieser neuen Wissenschaftsströmung, die entstehen. Da hat man zum Beispiel Geologie und Bergbau und bei Paracelsus eben die Medizin oder auch eben Teile der Chemie. Ja, und die entscheidende Figur Hermes Trismegistos, da kannst du jetzt ja nochmal besser zu beleuchten. Da wäre ich soweit fertig mit meinem Überblick erstmal. Wir können auch gerne nochmal wieder zurück zu Jung und so weiter, aber sonst würde ich sagen, gehen wir jetzt sozusagen ins Detail. Okay, und von wegen zurückgehen zu den Dingen, die du jetzt schon gesagt hast, da werden wir bestimmt gleich eh an gegebener Stelle noch auf einiges treffen. Bei der Alchemie muss man sich so ein bisschen vergegenwärtigen, dass sie sich vor einem bestimmten philosophisch-religiösen Gedankengebäude abspielt, also einen gewissen religiös-philosophen Hintergrund hat, zumindest in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, die frühe Neuzeit und vorwärts sozusagen. Es gibt, soweit ich weiß, Hinweise darauf, dass womöglich bevor dieser bestimmte Hintergrund entstanden ist, diese aus heutiger Sicht dann rein naturwissenschaftliche Komponente, also das, was wir heute dann sozusagen Chemie nennen würden, die eigentliche war. Und dass sich das andere erst hinterher dran geheftet hat. Aber soweit ich weiß, kann man das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Man muss also um die frühneuzeitliche und die mittelalterliche und dann auch die, es gibt ja bis heute Leute, die sich als Alchemisten verstehen, um das zu begreifen, ein bisschen beschäftigen mit dem Thema der Hermetik. Und da taucht der Name, den du genannt hast, schon auf in diesem Namen. Dieser Name kommt von einer mythischen Figur, Hermes Trismegistos. Hermes kennen wir als den oder als einen griechischen Gott, Gott der Reisenden, Kaufleute, aber auch Magier und natürlich Götterbote. Trismegistos kommt auch aus dem Griechischen und spielt darauf an, da ist natürlich die Zahl 3 drin und dann der Superlativ. Hermes der dreifach Größte. Und zwar ist er der Größte der Philosophen, er ist der Größte der Priester und er ist der Größte der Könige, sozusagen. Das ist so der mythische Hintergrund für diesen Namen. Es gibt einen gewissen Textkorpus, Corpus Hermeticum, heute so genannt, der vermutlich so in den ersten 300 nach Christus entstanden ist und der eigentlich für einen Gutteil des alchemistischen und hermetischen Denkens sozusagen die Grundlage dann gebildet hat später. Und man war bis ins 17. Jahrhundert eigentlich davon überzeugt, da sind wir wieder bei dem, je älter, desto besser, dass das ganz alt sein muss. Also Hermes Trismegistos wurde zum Teil identifiziert mit Moses, zum Teil wurde er als Zeitgenosse Moses dargestellt, zum Teil als Zeitgenosse Abrahams, also noch vor Moses. Man hat ihn sozusagen immer versucht, möglichst in die allergrauste Vorzeit zu schieben, einfach weil da die meiste Autorität sozusagen mit einhergehen würde. Ne? Je älter eine Lehre, desto wahrhaftiger ist sie im Denken dieser Zeit. Im 17. Jahrhundert hat dann ein Gelehrter zumindest für Teile dieses Textkorpus nachweisen können, dass sie eigentlich in der römischen Kaiserzeit entstanden sein müssen. Das haben einige sich zu Herzen genommen, andere nicht. Oder man hat dann. Wie gesagt, das sind viele verschiedene Texte, die auch sehr unterschiedlich sind. Man hat dann gesagt, ja, okay, das gilt vielleicht für dies und das, aber für dies und das wiederum nicht. Und darauf berufe ich mich zum Beispiel die für die Alchemie und auch für die Hermetik wichtige Tabula Smaragdina, die smaragdene Tafel. Die könnte tatsächlich älter sein. Das ist, soweit ich weiß, auch heute noch Befund, dass man es nicht so genau sagen kann.
Und in der finden wir dann auch eine der wichtigen Grundsätze dieses sogenannten hermetischen Denkens. Und das ist verkürzt gerne auf die Formel dargestellt wie oben so unten. Also die Parallelsetzung von Makrokosmos und Mikrokosmos einerseits, das spielt dann vor allem auch in der Astrologie eine große Rolle. Andererseits ist es aber eigentlich auch gedacht als Verbindung von Geist und Materie. Und da sind wir jetzt meiner Meinung nach am Kernpunkt dieses ganzen Denkens angelangt. Und zwar die Idee, die man in der Regel auch auf Plato zurückführt, seine Ideenlehre, Seelenlehre und Emanationslehre. Ideenlehre deutet das schon an, die Vorstellung, dass Ideen eine eigene Existenz haben, also ein eigenes Sein, unabhängig von der Sache an sich. Also es gibt Bäume und es gibt die Idee Baum. Und die Idee Baum hat genauso eine Existenz, nur auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ideen- oder geistigen Ebene, wie der einzelne konkrete Baum, der eben seine Existenz dann auf der materiellen Ebene hat. Und die Emanationslehre sagt dann sozusagen, das ist jetzt übrigens alles extremst vereinfacht, aber die hier sagt dann sozusagen, dass beides aber miteinander zusammenhängt. Und zwar, dass der einzelne Baum, und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, das gilt für alles, der einzelne Baum sozusagen aus dem Ideal, aus der Idee des Baumes in die materielle Welt sozusagen hinunter sich verfestigt, emaniert, daraus hervorgeht. Und das gilt eben nicht nur dann für Bäume in diesem Denken, sondern das gilt am Ende des Tages für die ganze Welt. So dass unsere materielle Welt in solcher Art Denken, die wir hier so vorfinden, eigentlich nur eine Ableitung ist einer vollkommenen geistigen Welt. Das erinnert uns auch so ein bisschen an gnostisches Denken, an die Gnostik. Ich weiß nicht, ob wir darüber, an die Gnosis. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, ob das hier war. Der Begriff ist schon gefallen, aber wir Ja. wollten auch da wieder, glaube ich, dem ganzen Da kann man Thema auch, eine eigene Sendung widmen. dem kann man auf jeden Fall auch eine eigene Sendung widmen. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis. Manche gnostische Strömungen haben dann das Denken in nachchristlicher Zeit auch so weit weitergeführt oder spätestens in nachchristlicher Zeit, dass sie zwei Götter angenommen haben, nämlich einen wahren, der sozusagen der Gott dieser geistigen Welt ist, des reinen Guten, und dann den sogenannten Demiurgen, das oft dann identifiziert mit dem Gott des Alten Testaments, der diese schadhafte materielle Welt geschaffen hat, die aber eigentlich nicht die echte Welt ist. Und für den Menschen gilt in diesem Denken, in uns ist ein Funke sozusagen des Geistigen, man könnte vielleicht einen Seelenfunken sagen. Die Unterscheidung zwischen geistig und seelisch wird zum Teil auch noch gemacht. Das lassen wir jetzt aus Einfachheitsgründen nochmal beiseite. Wichtig ist die Idee, der Mensch hat eigentlich seine Heimat in dieser optimalen, perfekten geistigen Welt. Und daraus folgt dann natürlich leicht der Gedanke, seine Möglichkeit oder vielleicht sogar seine Aufgabe ist es, diesen Teil von sich zu kultivieren und sich sozusagen damit der reinen, perfekten geistigen Welt. Und perfekt meint jetzt absolut und gut vor allem auch wieder anzunähern, sozusagen zurückzukehren in seine eigentliche Heimat. Und hier haben wir eben die Transformation und da sind wir dann bei der Alchemie. Das liegt ihr auch zugrunde. Die Vorstellung eben der Möglichkeit der ultimativen Transformation, wenn man so möchte. Die Vorstellung, dass die Welt eigentlich im Kern aus einem Stoff zusammengesetzt ist, den man eben überall drin wiederfinden kann. Und deswegen ergibt sich also zum Beispiel auch die Möglichkeit, so etwas wie das Niederste der Metalle Blei in das Höchste, Wertvollste der Metalle Gold umzuwandeln. Wir müssen aber bei den Begriffen aufpassen. Transformation und Transmutation ist mir untergekommen. Das heißt ja letztendlich mutare ist wandeln oder nicht, Latein? Also und formare ist bilden. Ich weiß es nicht. Ja, so ungefähr. Gefährliches Halbwissen hier bei Latein. Aber Transmutation, Das ja, ist der wenn. Begriff, der eigentlich im Kontext mit der Genau. Alchemie kommt. Ich habe jetzt Transformation, war jetzt mein normaler Wortschatz Genau. sozusagen. Aber ihr wisst, was wir meinen. So. Ja, also eine, in welcher, wie auch im Detail auch immer gedachte
Hinüberführung, Veränderung sozusagen von Zuständen und von Objekten sogar. Was heutzutage auch in der Wissenschaft noch so, weiß nicht, selbst in der sozusagen Nuklearwissenschaft und wenn wir schon weitergehen, wieder, wie versuche ich jetzt sozusagen kalte Fusion, all sowas, das ist auch immer noch irgendwie letztendlich die Spuren davon, Transmutation. Naja, das naheliegendste Beispiel wäre ja der paradoxe Befund, dass wir inzwischen ja künstlich Gold herstellen können. Also das, was die Alchemisten im 16., 17., 18. Jahrhundert versucht haben und zum Teil auch als Charlatanerie Ja, betrieben genau. haben. Es gab Leute, die sind sozusagen von Hof zu Hof gezogen und haben da ihre Künste angepriesen und damit davon sozusagen gelebt. Heutzutage Ja, kann wir haben das feste, jeder das, Trottel. Jeder Trottel ja, kann das weiß ich jetzt nicht, Gold. aber zumindest theoretisch geht das. Und damit lagen dann sozusagen die Alchemisten eigentlich lustigerweise rückblickend richtig. Auch wenn sie natürlich wahrscheinlich weit davon entfernt waren, das wirklich auf die richtige Art und Weise auch nur zu versuchen. Aber die Idee, Ja, die dahinter das steckte, zählt. war Der doch, wollte gerade Wille sagen, zählt die grundsätzliche tatsächlich. Idee war gut und richtig. Von daher Hut ab, Chapeau. Und die hatten ja deutlich beschränktere Mittel der Ja. Erkenntnis, als wir es haben. Du hast die Wanderung der Texte sozusagen aus der, die ist ganz interessant. Die Wanderung der Texte hat zum einen stattgefunden vom, wahrscheinlich stattgefunden vom Ägyptischen ins Griechische oder auch genuin aus dem Griechischen. Man darf auch die Einflüsse des Perserreiches über die Jahrhunderte nicht unterschätzen, denke ich. Aber jedenfalls sind die griechischen Texte dann für Westeuropa zum guten Teil verloren gegangen, sozusagen mit Zusammenbruch des Römischen Reiches und anderen Geschehnissen und tatsächlich erst im hohen Schrägstrich späten Mittelalter, unter anderem dann auch durch die Flucht von Gelehrten aus Byzanz vor den Ottomanen, wieder in den Sichtbereich der westeuropäischen Gelehrten sozusagen gelangt. Und das erklärt dann auch, dann hatte man diese Texte und dann wurden die übersetzt, zum Beispiel dass die großen Teile des Corpus Hermeticum, glaube ich, die wichtigen Teile wurden von einem Florenzer Philosophen im Auftrag der Medici im 15. Jahrhundert vom Griechischen ins Lateinische übersetzt und damit dann eben der breiteren Gelehrtenwelt sozusagen zugänglich gemacht. Masilio Ficino oder so ähnlich. Wie immer was für die Noten, aber Googelt das nach. ich meine, das war der Name. Ist ja auch nicht so wichtig. Und in der Renaissance bewegen wir uns also zeitlich. Ich glaube, das Stichwort ist ja auch schon gefallen. Ja, wobei ich da kurz einhaken muss, das war Ja. ja, du hast gesagt, sozusagen der Raum Bosporus, die Ottomanen, aber auch, wie ich vorhin sagte, Reconquista, das heißt, da wo die Mauren, Südspanien, Iberische Halbinsel, da war ja dann auch die Verbindung, um sozusagen Quellen zu hinterlassen aus der muslimischen Welt. Ich habe das andere Und jetzt nur noch dann, ja, hinzugefügt, also was du gesagt klar. hast. Und dann, genau, bewegen wir uns dann irgendwann in der Renaissance, wo es wieder diese Wiederkehr zu den alten Texten und das Ursprüngliche halt, ja, versucht Genau, wurde. das ist ja sozusagen das Interessante. Ne? In der Renaissance wird da jemand wiedergeboren und zwar ist das das Bewusstsein für die alten Helden sozusagen, wenn man so will. Mit alt heißt mehr oder weniger antik, also vorchristlich antik. Griechisch, heidnisch letzten Endes und das ist natürlich auch spannend. Wir sind ja in einer Zeit, wo Europa natürlich weiterhin höchst christlich sich versteht und man aber die alten Heiden, die Philosophen trotzdem dann gerne rezipiert und das Ganze versucht mit dem eigenen christlichen Denken in Deckung zu bringen, wie es ja auch schon die Apologeten zum Beispiel getan haben in den ersten Jahrhunderten oder im zweiten und dritten Jahrhundert. Nach Christus, also man findet da Anknüpfungspunkte und bastelt sich das sozusagen dann zum Teil auch so ein bisschen zurecht. Aber der Kern des magischen Denkens ist sozusagen darin vorhanden in der Hermetik und wird entwickelt. Jetzt kann man das mehr auf der, ich sag mal, technischen Ebene sozusagen betreiben. Wie mit Alchemie im Sinne von, ich mache aus Blei Gold. Ja, das hatte ich Oder? vorhin vergessen zu erwähnen. Also Chemie heißt natürlich was in Richtung Metallgießen. Also das ist sozusagen der zweite Teil. Dann eben all die arabische Vorsilbe und Chemie, also im Ursprung, also Metallguss ist das Prozedere. Also der Umgang mit, wie sagt man, Stoffen.
Genau, der Chemiker heutzutage sagen, Stofflehre. Und gleichzeitig spielt sich eben, das ist ja das Spannende, da gleichzeitig spielt sich das eben trotzdem auch begleitend sozusagen auf einer philosophisch, religiös, man könnte vielleicht sogar sagen, spirituellen Ebene ab, der Reinigungsprozess des Menschen, der versucht, sich wieder in die Nähe, in die größtmögliche Nähe sozusagen des einen Ursprungs, die Christen nennen es dann natürlich Gott, zu bewegen. Und ja, insofern ist es auch ein Teilbereich der Mystik, aus meiner Sicht jedenfalls. Und führt mit seinen Traditionen bis in die heutige Zeit. Unter anderem, du hast es erwähnt, über Vereinigungen wie zum Beispiel die Rosenkreuzer, die im 17. Jahrhundert gegründet wurden. Und dann auch verschiedene Freimaurertraditionen, die ihren großen, nicht wirklich ihren Startpunkt, aber ihre Karriere sozusagen auch im 18. Jahrhundert, auch im Zuge der Aufklärung, vollführen konnten und ja auch bis heute vorhanden sind, die Freimaurer. Es gibt in fast jeder größeren deutschen Stadt Freimaurerlogen, inzwischen auch für Frauen. Und ist das jetzt eine Werbung? Das klang so. Nö, das ist nur, das kriegen ja, weil die sind ja nicht so Geheimgesellschaft, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man hier diesen Film mit Tom Hanks guckt. Illuminati. Ja, genau. Wie heißt der Film noch? Das Buch ist, glaube ich, einfach nur Illuminati. Illuminati, ja. Oder? Also sie sind eigentlich ganz spannende Vereinigungen, die eben genau das, und deswegen komme ich auch dazu, im Kern es um Selbstverwirklichung geht, und zwar gemeinsame, also oder sich gegenseitiges Unterstützen bei einer graduellen, immer höheren Selbstverwirklichung. Deswegen gibt es da ja dieses Stufen, dieses Grade-System. Natürlich ist das auch alles in Einzelfällen missbraucht worden und hat, also zum Teil zum Beispiel in der Neuen Welt, in Nordamerika hat es Logen gegeben, die eigentlich mehr oder weniger nichts waren als ein besserer Mafia-Clan, würde ich jetzt mal so sagen. Aber die Grundidee ist eigentlich die, dass man sich gemeinsam fortentwickelt. Und insofern ist das natürlich auch ein gut aufklärerischer Gedanke. Und ja, man griff dann eben tatsächlich zurück auf Begriffe, Vorstellungen und Symbole aus den magischen Traditionen, wie zum Beispiel der Hermetik. Also die Hermetik ist, würde ich jetzt mal sagen, gehört so zum Kernbestand eigentlich der westlichen Magievorstellung, der westlichen Magie. Sehr spannend. Frühes 18. Jahrhundert, den Mann habe ich noch vergessen zu erwähnen, ist natürlich der historische Faust, der auch, wo Goethe sich letztendlich die Anleihen holt an dieser historischen Figur, Faustus, Dr. Faustus, aber das dann auch wieder umwandeln, das ist auch wieder die Zeit, wo das letztendlich in allen Bereichen Anklang findet und dann in der Literatur eben auch. Und wenn man sich die Verfilmung davon anguckt, dann sieht man sozusagen auch, wie man sich das vorgestellt hat oder wie das aufgrund von Zeichnungen vielleicht rekonstruiert wurde, wie sehen die Instrumente eigentlich aus, der Alchemisten? Und da hat man dann auch wieder Bezüge zur heutigen Chemie, dass einige Gerätschaften da doch sehr stark ähneln. Und das, ja, also einfach mal Faust lesen oder Verfilmung anschauen. Und man hat noch einen visuellen Eindruck, was wir jetzt hier nicht liefern können. Wenn man sich Visualisierung sozusagen aus dieser Zeit anguckt, Bilder zu Magiern fällt das auf, dass, und auch später noch, auch im 19. Jahrhundert, dass die eben oft dargestellt werden in Räumen, die dann so Gerät haben, was wir jetzt sozusagen was chemisch anmutet, so aus unserem heutigen Verständnis, oder auch astronomisch anmutet, beziehungsweise schrägstrich astrologisch anmutet. Und da spiegelt es sich, dass wir mit der Renaissance, mit der frühen Neuzeit über eine Zeit reden, wo der Gelehrte in gewissermaßen gleichzeitig fast unvermeidlich sowas wie ein Magier ist und sowas wie ein Magier verstanden werden muss. Jemand, der versucht, hinter den Schleier der Wirklichkeit zu blicken. Jemand, der versucht, die Zusammenhänge zu erkennen, also Kausalitäten sozusagen zu erkennen. Und nichts anderes macht ja zum Beispiel heute der Physiker oder auch der Chemiker.
Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass es heute eben nicht mehr mit dieser spirituell-religiösen Ebene der menschlichen Entwicklung sozusagen zusammengedacht wird. Das heißt nicht, dass es nicht zusammengedacht werden kann. Ist auch ganz spannend, aber in der Regel nicht wird. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo wollte ich gerade drauf hinaus? Ach so. Und im Selbstverständnis der jeweiligen Zeitgenossen ist das auch sozusagen kein Widerspruch, was uns heute vielleicht auch schwerfällt vorzustellen. Bei der Magie kommt dann natürlich noch das besondere Element jenseits des ich erkenne Zusammenhänge drin vor, dass man versuchen kann, und das führt dann auch in den Okkultismus des 19. Jahrhunderts, sich die vermeintlich erkannten Zusammenhänge eben nutzbar zu machen. Also Magie zu praktizieren, insofern, als dass man eben versucht, die Welt nicht nur zu betrachten und zu verstehen, sondern auch zu beeinflussen. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum der bekannte Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke mal ein Diktum geprägt hat, das ich jetzt leider nicht wörtlich wiedergeben kann, aber sinngemäß. Er hat gesagt, jede hinlänglich entwickelte Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und damit hat er recht. Wenn man sich mit Magiegeschichte befasst, sich die einzelnen Stadien so anguckt, dann lehnt man sich eigentlich nicht weit aus dem Fenster, wenn man sagt, eigentlich sind unsere technischen Errungenschaften, die höheren technischen Errungenschaften, sind eigentlich eine Form von Magie. Denn sie sind entstanden als immer weitergehender Fortsatz sozusagen dieser Art des Denkens. Wir haben irgendwann aufgehört, das Magie zu nennen, und auch gewisse Aspekte, die wir damit verknüpfen, kommen da vielleicht nicht mehr drin vor. Aber im Grunde, im Kern ist das Handy, was ich in meiner Tasche trage, und der Laptop, der gerade unsere Aufnahme macht, ein Erbe des Magiers. Das wird höchstens umgangssprachlich sozusagen so verwendet, dass man sagt, das ist ja, funktioniert ja Da wie Zauberei und trifft sie sich dann wieder, aber natürlich aus anderen Gründen, nämlich weil man es nicht versteht. Also das ist dann die Eigenschaft, die man auf die Magie oder von der Magie meint zu übernehmen, das Nicht-Verstehen. Dabei ist ja gerade eigentlich die Idee des Magischen, die Zusammenhänge besonders gut zu verstehen und sich nutzbar zu machen, sozusagen. Na, diesen Moment habe ich auch oft, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt ad hoc erklären müsste, wie funktioniert jetzt quasi diese Mikrofonaufnahme, technische Natur, Fernsehbild, solche Sachen, da stößt man auch an seine Grenzen. Da müsste ich jetzt erstmal den technischen Podcast hören, um das zu verstehen. Aber genau, was du noch gesagt hast, passt auch in die Richtung einer unserer ersten Folgen mit Tesla. Letztendlich ist das so, man hat das Problem, dass man entweder man gerät sozusagen ins Fahrwasser der Betrüger, die das ausnutzen und wirklich so diese Scharlatanerie betreiben, oder man wird in diese dunkle Ecke gedrückt, weil die Leute es nicht verstehen oder nicht verstehen können zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen auch bei Tesla und den ersten Experimenten mit Strom ist das, denke ich mal, der ähnliche Effekt gewesen wie hier mit chemischen Experimenten, gerade vor Publikum, wenn man dann sozusagen extra auf die spektakulären Experimente gesetzt hat. Ja. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu Mary Shelley, wo sich dann sozusagen Physik und Medizin irgendwann getroffen haben, wo man dann herausgefunden hat, dass Muskelreaktionen durch elektrische Stimulanz sozusagen herbeizuführen sind und man plötzlich in der Lage war, eine an sich tote Hand zur Bewegung zu reizen. Das war damals natürlich, als das die Öffentlichkeit damit zum ersten Mal konfrontiert wurde. Da war der Vorwurf der Charlatanerie auf jeden Fall implizit auch erstmal im Raum, ne, weil es das Vorstellbare des Durchschnitts jedenfalls doch weit überstieg. Und deswegen, wir haben ja bei Tesla auch über Nullpunktenergie gesprochen und darüber, wie das überhaupt nicht sein kann, dass sowas existiert. Deswegen bin ich bei sowas, halte ich mir halt auch immer die Hintertür offen und bin vorsichtig, weil natürlich aus der Sicht der heutigen Stand der Dinge mag das vollkommen unmöglich sein. Aber das kann sich eben in 100 Jahren auch vollkommen geändert haben und plötzlich hat man doch irgendwelche bisher überhaupt nicht denkbaren Mittel und Wege gefunden, Dinge zu realisieren, die vorher eben fantastisch, magisch, unmöglich angeblich gewesen sind. Da darf man
Ja, deswegen lache ich diese Leute zumindest nicht aus, die glauben, Nullpunkt Energie finden zu können. Vielleicht kann man die Leute auslachen, die glauben, so ein Ding auf irgendeiner Messe gekauft zu haben für teuer Geld, so wie dieses Auftriebkraftwerk, wovon wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben, wo eigentlich schon vom Menschenverstand ja jedem klar sein muss, dass das nicht so richtig funktionieren kann. Aber diejenigen, die sich einfach nur ernsthaft mit der Frage beschäftigen, könnte das nicht irgendwie gehen? Und das gilt jetzt jenseits der Nullpunkt-Energie für alle Fragen eigentlich. Ja, da muss man doch immer noch einen gewissen Vorschuss an Respekt sozusagen gewähren, meiner Meinung nach. Und das gilt auch für die Magier und galt auch für die alten Magier. Vielleicht nicht so für die heutigen Chemiker, wo ich immer das Gefühl habe, ich habe da zu wenig Einblicke in die heutige Chemie, aber ob das, ist das schon alles ausgereizt, sind sie nur noch sozusagen jetzt Sklaven der Industrie, produzieren gehorsam für die Industrie, sind Angestellte dort und müssen immer sozusagen Aufträge erfüllen. Hat man da überhaupt noch diesen Entwicklergeist und kann man da sozusagen noch frei sich in Bereiche begeben, wo man das Gefühl hat, da könnte man noch was erreichen? Oder ist sozusagen auch alle die Messe gelesen? Wie ist da so dein Eindruck? Ist da noch Entwicklungspotenzial? Ich weiß nicht, ob ich auf die Frage kann ich, glaube ich, nicht kompetent antworten. Also ich würde jetzt mal behaupten, chemische Forschung wird es schon noch geben. Also gerade so im Bereich, ich weiß nicht, ob man das da zuzählen würde, aber sowas wie Materialforschung wird ja in starkem Maße betrieben. Das ist ja letzten Endes eigentlich auch, zumindest für mein Verständnis, eine Form der Chemie. Gut, dann könnte man auch sagen, alle Naturwissenschaft zumindest ist am Ende, das ist ja sozusagen der Reduktionismus, ist am Ende eine Spielart der Physik. Und da wird ja auf jeden Fall noch geforscht. Die arroganten Physiker wieder, die haben ja alles unter ihr. Aber sie haben ja irgendwo auch recht. Zumindest ich finde das so nachvollziehbar. Ach nein, in der Chemie wird es schon noch Das wäre jetzt mal ein Punkt, den ich jetzt nicht so einfach recherchieren könnte, wo ich mir jetzt erhoffe, dass da mal jetzt unter unseren YouTube-Uploads ein paar Kommentare von echten Leuten aus der Chemie entstehen, die sich da richtig endlich mal sozusagen den Moment sehen, ihre kleine Mini-Revolte, was ihre freiheitlichen Wissenschaftsgeist angeht, dass sie das mal lostreten können. Ich glaube, die brauchen wahrscheinlich nicht so revoltieren, weil in der Regel ist es ja so, es ist umso leichter an Forschungsgelder ranzukommen, je unmittelbar einsehbarer der kommerziell verwertbare Nutzen ist. Mhm. Und gerade bei sowas wie Chemie ist das natürlich eigentlich in hohem Maße gegeben, würde ich denken. Also die werden, glaube ich, nicht klagen müssen. Aber es ist nur eine Vermutung. Vielleicht, wenn ich euch Unrecht tue, beleidigt mich in den Kommentaren bitte. Schon mal so ein bisschen ein Vorausblick sozusagen zu der nächsten Folge, wo wir ursprünglich die Traumtagebuch und den Klartraum geplant haben. Wieso ursprünglich? Sind wir ab? Wir müssen mal gucken, ob wir da schon genügend Material gesammelt haben. Ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar skurrile Träume schon aufgeschrieben. Wer weiß, ob die sozusagen öffentlich sozusagen präsentiert werden können. Da muss ich dann noch vielleicht zensieren. Nee, aber das kann man ja alles ganz frei dann schildern. Und dann die Überlegung, ist da sozusagen auch sowas aufgetaucht, was jetzt hier bei Jung Bezüge zu diesen drei Stufen. Das wäre doch mal ganz spannend zu untersuchen. Oder so eine Symbolik, die sozusagen metaphorisch für ein Ziel im Werdegang stehen kann. Wo möchte ich hin? Träume ich wirklich vom Goldklumpen? Oder was entspricht in meinem Traum metaphorisch meinem Goldklumpen? Das wäre eine interessante Analyse. Ich glaube, das musst du dann machen, weil ich habe ja schon mal erzählt, meine Träume sind in der Regel dermaßen nichtssagend und auch zum Teil unzusammenhängend, merkwürdig. Ich konnte da bisher noch keine interessanten Strukturen irgendwie erkennen. Sobald man das präsentiert oder zusammen durchgeht, vielleicht fällt einem dann entsprechend die Symbolik auf. Ich muss aber auch sagen, ich war leider irgendwie, ja, ich habe nicht so richtig gut was abfischen können bisher. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob das jetzt wenige. Also hast du insgesamt viele Träume und ein paar davon, denkst du, sind erzählenswert oder hast du auch nur wenige Träume? Und tatsächlich, wie ich das in der letzten Folge erwähnt habe, ist das nimmt das bei mir ab, sobald ich eben nicht diese zweite REM-Phase habe und dieses Nachschlafen, wenn ich dann ganz ordnungsgemäß immer früh aufstehe und dann zack, direkt in die Dusche gehe und dann habe ich das, erstens ist dann die Erinnerung verschwimmt dann sofort, aber ein paar habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben, ein paar skurrile. Und auch da kann man ja, wir hoffen auf Zuschriften oder wir hören uns jetzt mal sozusagen auch in unserem Bekanntenkreis rum, ob da jemand, da habe ich auch schon zwei, drei im Blick,
die öfter mal so ihre Träume mit mir teilen, die kann ich ja auch verwursten und dann anonym Oh, das ist ja cool, ja, stimmt. sozusagen präsentieren und denen dann versuchen, irgendwie diese Schablone aufzulegen, ob man das sozusagen mit unserem Thema jetzt eine Folge davor eben Das verwenden kann. wir wälzen die Ja. mangelnde Kreativität unseres Traumgehirns einfach ab und zapfen bessere Quellen an. Das ist ein guter Plan. Weil Jo. bei mir ist tatsächlich, hat sich irgendwie in der Zwischenzeit auch wenig angehäuft. Es war auch wieder irgendwie eine stressige Zeit. Und tatsächlich, ja, so wie du auch sagst, ne, wenn man morgens aufwacht und irgendwie schon direkt in den Action-Modus schaltet, sage ich mal, ist es irgendwie mit der Träumerei alles ein bisschen mau. Aber wir wollten ja auch den Bereich Klartraum mit reinbringen. Das heißt, wir haben da auch Ja, noch eine zusätzliche Technisches zu erzählen. Ebene. Genau. Ich Ja. bin gerade überlegen, ob wir noch den. Ich wollte dich ja festnageln, ne? Du erinnerst dich Ach ja. so. Und ich bin Der gerade Running überlegen, Gag. ob wir noch den Bogen zu unserem heutigen Thema hinkriegen. Im weitesten Sinne auf jeden Fall, ne? Denn die ganze We Are Board-Geschichte, auf die ich dich ja festnageln wollte, ist auch im 1900. Moment, Ja, erinnere ich das jetzt falsch? von wegen Occult Revival, da ist mir das Ja. auch in den Kopf gekommen. Das war ein bisschen später, glaube ich, ne? Oder Ich Ouija Board? bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es gibt sogar Vorformen, schon im 1800. Aber ich glaube, so richtig groß ist es dann tatsächlich erst später geworden, obwohl. Meiner Wahrnehmung erst Beginn des 20. Jahrhunderts, aber bin auch noch Ich habe nicht das, voll genau den hinterher. Gedanken hatte ich eben auch. War das nicht erst Anfang des 20. Jahrhunderts? Und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein, eigentlich, weil der Okkultismus und der ganze Versuch, mit Geistern in Kontakt zu treten und auch ja mitunter ernst gemeinte Forschung dazu, ne, zu dieser Frage, gibt es Geister? Das war alles im 1900, in der zweiten Hälfte des 1900 schon so groß, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, Müsste eigentlich mit in die Zeit dass es fallen. da schon, das müsste da eigentlich schon genutzt worden sein, zumindest vereinzelt. Vielleicht ist es dann erst populärer später geworden und deswegen haben wir uns das so gemerkt. Aber dieser Zeitraum bleibt auf jeden Fall interessant, weil ich jetzt schon wieder Ideen habe, wie man sozusagen ein literarisches Werk sich mal angucken kann und das in der Analyse dann entsprechend mit einem passenden Thema. Genau wie man sich jetzt Goethe den Faust angucken könnte. Und da hätte dann an dem Beispiel ein paar ja, sozusagen Experimente oder einfach nur bestimmte Bereiche der Alchemie hätte zeigen können. Genauso können wir uns ein Werk aus diesem Gothic Revival, aus dem Occult Revival mal angucken und anhand dieses Werks ein Thema machen. Das wäre für mich auch nochmal eine Denkst Idee. du da schon an ein spezielles Werk? Na, ich habe Oder so ist ein das paar jetzt im noch Kopf, aber. zum Beispiel? Also ich kenne da nichts, ich bin nicht so belesen. Ja, das Naheliegendste wäre ja Frankenstein und dann hätte man sozusagen frühe Medizingeschichte, Ja. sowas. Ja, bei anderen, ich habe jetzt ein paar im Kopf, aber ich will die auch die Titel nicht falsch nennen. Ich muss gleich erstmal in mein Bücherregal gucken. Also mir fällt bei dem Thema immer als erstes, wahrscheinlich aus persönlichem Gusto, auch natürlich Bram Stoker ein. Weil ich ja auch ein großer Fan des Themas Vampirismus bin. Und da hätte man natürlich auch wieder eine Chance, weil uns das auch wieder sozusagen mitten reinführt, eigentlich ins 1800 und in diese Übergangszeit, wo es eben nicht ungewöhnlich war, dass ernsthafte Mediziner sich sozusagen die Frage gestellt haben, was hat es da auf sich? Da haben aus dem östlichen Europa sozusagen einige merkwürdige Nachrichten, dass Zentrum des Habsburgischen Reiches Wien erreicht und da stellt man sich halt ernsthaft die Frage, okay, Vampirismus, gibt es das? Was ist das? Wie ist das zu erklären? Und Wissenschaft, ne? Aus heutiger Sicht vielleicht albern, aber damals noch alles enger aufeinander bezogen und man musste sich sozusagen erst zurechtfinden in der Welt. Super spannend. Also ich wäre sozusagen wahrscheinlich dann der Dracula-Verfechter, aber ich hätte eigentlich viel mehr Lust, irgendwas zu machen, was ich noch nicht kenne, und dann da mehr Neues zu Klar. lernen, weil ich bin einfach nicht so der Literaturtyp. Ich habe einfach so von der großen Weltliteratur nicht so viel gelesen. Aber Da muss man mich immer an der Hand nehmen. dein Hauptautor sozusagen ist, der würde doch auch hier in diese Sendung passen. Dann. Mein Hauptautor? Wen meinst Wenn du? ich jetzt, was ist dein Lieblingsautor, wenn man sich so fragen würde? Auch Du im meinst jetzt Bereich. so von den Großen? Ich dachte nämlich an H.P. Lovecraft, aber Ach so, ach das ist klar. natürlich eine spätere Zeit, aber zumindest hat man den für düstere Plauschichten Ja. nicht unbedingt Sehr naheliegend. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. unnutzbar. Also klar, über den könnte man auch sprechen, wobei das natürlich
Ja, müsste man sogar. Also hätte ich schon Lust drauf, das irgendwann mal zu machen. Was ist da die Basis? Kannst du das ad hoc sagen? Was ist die sozusagen, was wäre das Hauptthema, Die was man Basis seines Schaffens? rausgreifen könnte? Genauso wie meinetwegen Oh. Alchemie zum historischen Faust oder Dr. Faust passt. Also bei Lovecraft Gibt es zu viel? führen alle Wege eigentlich nach in die psychische Verstörtheit. Also Okay. denn die Basis seines Schaffens, zumindest nach allem, was ich darüber weiß und mir selber zusammengereimt habe und gelesen habe, die Basis seiner Kreativität war eigentlich eine komplette Verkorksung seiner eigenen Person, die mit der Art und Weise, wie er aufgezogen worden ist, zu tun Okay. hatte. Und Also da kommen wir wieder Psychoanalyse. richtig rein in die Psychologie, weil der tatsächlich, glaube ich, einfach relativ ordentlich einen an der Marmel hatte, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Aber Und ansonsten, nicht schlecht, wenn man daraus sowas produzieren kann, das ja, man nutzbar definitiv. machen kann. Dummerweise hat er das ja nicht, er war ja in der Zeit seines Lebens nicht so Ja. richtig reich, das kam ja alles posthum, dieser große, also er war, es ging dann schon so ein bisschen los am Ende, aber er war nie so richtig super erfolgreich. Wenn mich aber von den großen Namen, sage ich mal, der Weltliteratur, wie gesagt, mein Repertoire ist beschränkt, aber von dem, was ich gelesen habe, ist bei mir Hesse derjenige, der mich am meisten irgendwie Ja, da hatten wir mitgenommen zumindest hat. den indischen Background auch wieder, religiös und ja, Siddhartha, sowas kann man auch mit reinnehmen. Zum Beispiel, ich weiß noch, im Deutsch, ich hatte in Deutsch LK, aber auch mehr so aus Opportunismus, weil ich irgendwie nicht schlecht drin war. Ich hatte, muss ich zugeben, kein ganz so ehrliches Interesse daran. Und da sollten wir dann irgendwann mal eine Buchzusammenfassung oder sowas schreiben. Und da kippte die Lehrerin so einen Haufen Bücher auf den Tisch und so wie so ein Grabbeltisch und jeder grabbelte sich da was runter. Und ich hatte eigentlich keinen Bock und kam so mehr oder weniger zuletzt. Und was lag noch da? Der Steppenwolf. Und dann habe ich das gelesen und es hat vorher schon ein paar Bücher gegeben, die ich ganz cool fand, wie zum Beispiel Lenz. Aber Steppenwolf war so das erste und einzige. Das Bis dato. erste Buch bis dato, was ich sozusagen im Kontext des Deutschunterrichts vor mir hatte, wo ich echt gedacht habe, okay, krass, das ist ja voll geil. Das hat mich wirklich Wenn man so schwer viel, beeindruckt. so früh schon im Schamanismus drin ist, mit 12, 13 schon Schamanismus und nur noch wissenschaftliche Literatur willst, dann hat man natürlich nichts übrig Ich für die hatte schon schnöden immer, ich weiß Kanon. nicht wieso, ich hatte schon immer einen Hang zu Sachliteratur, sage ich jetzt mal in irgendeiner Weise. Ich wollte immer die Welt in ihrer unglaublichen Wunderhaftigkeit, musste ich fast sagen. Wenn man drüber nachdenkt, es ist ja alles ein Riesenwunder. Es geht ja alles auf keine Kuhhaut. Es ist ja alles reiner Wahnsinn. Der geborene Wissenschaftler also. Naja, das hat mich irgendwie schon immer angezogen. Okay, wir haben ja so ein bisschen hier so einen Rundumschlag gemacht und so ein bisschen aus dem Thema heraus, aber das ist ja auch Machen wir dann wir so ein bisschen ganz am abseits der Ende driften wir immer Spur. ein bisschen ab. Ja, wir sind ja kleine Drifter. Soweit meinerseits alles gesagt zur Alchemie. Ja, lass uns noch mal kurz überlegen. Ich habe eine Sache vergessen, das ist mir in der Zwischenzeit eingefallen. Wir haben Hermes Trismegistos erwähnt und wir haben den griechischen Gott Hermes erwähnt. Das will ich jetzt nur noch nachschieben. Du hast auch den ägyptischen Gott Thoth erwähnt, aber nur um das, ich weiß nicht, wie deutlich das jetzt geworden ist. Hermes Trismegistos gilt sozusagen als Verschmelzung des griechischen Genau. Hermes und des ägyptischen Thoth. Das ist der Gott mit dem Ibiskopf bzw. Pavian-Kopf. Und jetzt noch eine vielleicht interessante Information, das ist sozusagen der allwissende Gott, der verantwortlich gemacht wird für Errungenschaften wie Rechnen und Schreiben, glaube ich auch. Also so einer dieser typischen, wie Luzifer, der Lichtbringer sozusagen. Diejenigen Götter, die es in verschiedenen Pantheonen gibt, die den Menschen aus der göttlichen Sphäre die wichtigen Künste sozusagen, die sie jetzt Anführungsstriche über das Tier erheben sozusagen. Also die ja, Lichtbringer ist eigentlich schon, Luzifer ist eigentlich schon ein schönes Wort dafür. Also die Kulturvermittler, wenn man so will, aus der göttlichen Sphäre. Das wollte ich noch nachgeschoben haben, weil eben Hermes Trismegistos nicht identisch ist mit Hermes sozusagen. Ja. Soweit, so Sonst noch gut. Klönschnack, gibt's was Neues? Nichts zu berichten, meinerseits. Das ist gut, weil keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Dann halte ich jetzt noch kurz meine Füße hier weiter ans Kaminfeuer zum Durchwärmen. Und wir sagen schon mal bis denn. Adios.